Meine lieben Freunde, ich weiß, der erste Part war schon episch genug, aber wir machen weiter! Easy fucking W-Zeit! Ja, und warum ist ECB bei uns so geil? Weil es gefüllt ist mit allen Superstars, die wir in den Rostern haben. WWE gegen Outrage ist das Thema dieser Sendung. Nice! So läuft's im Business. Wir haben ja gesagt, alle drei Titel dieser Show sind aktuell noch vakant. Wir werden erst aber ab nächster Woche die Titel vergeben, beziehungsweise einen davon. Und heute ist quasi so die Eröffnungsshow, die euch zeigen soll, was euch erwarten wird die kommenden Wochen. Und die erste Show ist schon vollgepackt mit lauter geilen Matches. Ja, Grund genug, dass wir ECW in Zukunft auch sehen werden. Richtig. Lediglich den Main Event. Aber die Undercard und die Midcard hat es natürlich auch so in sich, auch wenn wir es so simulieren lassen. Richtig. Stellt euch einfach die geilen Matches vor, die hier für euch zusammengestellt worden sind vom WWE 13 Match-Generator und here we go, würde ich sagen. Opener, Matt Sydal gegen X-Pac, eine saugeile Begegnung, wie ich finde. Ja, Mann, und da halte ich einfach mal zum alten Eisen und sage, X-Pac wird das Ding für sich entscheiden. Echt, nein, ich bin da voll auf der Seite von Matt fucking Sydal, mein Freund. Oh. Aktuell möchte ich ja nur erwähnen, steht es 4-2 für den Wolf, gell? Jaja. Jaja. Nach der ersten Folge. Kann man schon mal machen. Gut, Sydal gegen X-Pac und... X-Pac gewinnt. Schade. Das zweite Match ist ein Tag-Team-Match. Eddie Guerrero und Rey Mysterio gegen the World Greatest Tag-Team. Charlie Haas und Shelton Benjamin. Ja, die werden halt mal nicht so World Greatest sein. Also, Eddie Guerrero und Rey Mysterio. Ah nein, da halte ich gegen dich, mein Freund. Ich halte zum World Greatest Tag-Team. Booyakasha, 4-4. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Kommen wir zum dritten Match. Bryan Danielson, ja, er heißt Bryan Danielson, fuck you, gegen Chris Jericho. Boah, das ist schwierig. Ich finde das eine mega geile Begegnung. Autsch. Ein technisches, potenzielles 5-Sterne-Match, ganz klar. Mindestens 5 Sterne. Aber wer hier gewinnen wird, schwierig. Ich sag jetzt einfach mal aus dem Bauch raus, Chris Jericho. Ah, fuck. Ach komm, ich halt einfach mal zum Dragon. Ja, der Dragon gewinnt, der American Dragon. Na, dann gucken wir doch mal. Das gibt's nicht! Ja! Alle Tipps bisher falsch, Olli alle richtig. Der American Dragon holt den dritten Punkt in dieser Woche für den Olli. Und wir kommen zum vierten Match. Es ist Rob Van Dam gegen Super Dragon. Super Dragon. Eine äußerst interessante Begegnung. Ja, Super Dragon wird's gewinnen. Du sagst Super Dragon? Ja, Mann. Ja, dann halte ich jetzt einfach mal zu RVD, damit das Tippspiel spannend wird, wenn ich jetzt wieder... RVD enttäuscht mich nicht, gell? Du bist die whole damn fucking show! Nein! Fucking show delivered einfach nicht, Mann! Alter, nichts richtig die Woche! Bombe! Das ist traurig. Aber der nächste Tipp, der wird richtig schwierig. Wir kommen zum Main Event unserer ersten WWE vs. ROH bzw. ECW Show und es ist ein Fatal 4 Extreme Rules Match zwischen Jeff Hardy, Edge, Claudio Castagnoli und John Moxley. Wow. Wow, du sagst es. Alter Verwalter, das ist mal eine richtig krasse Ansage. Und ich sag's euch, wir stürmen einfach ins Match los. Was soll man da groß noch sagen? Olli, wer wird dieses Fatal 4-Way gewinnen? Oh, kannst du nicht mal einfachere Fragen stellen? Gott, nochmal, ey. Ja, ich weiß, das ist richtig übel. Ja, ich sag's mal so, der Landvogt wird's den Knechten zeigen. Echt? Ja. Boah, das war eine Ansage. Der Olli sagt, Claudio Castagnoli will dieses Fatal 4-Way für sich entscheiden. Dann sag ich jetzt einfach mal Edge. Edge, das ist mutig. Ich sag Edge, wir befinden uns in der Good Old ECW Arena und werden das Match einfach auf uns wirken lassen. Es wird ein absolutes Tohuwabohu werden. Bingo Hall, will ich da mal gerne schreien. Göttlich Bingo Hall. Alter Verwalter, dass wir dieses Match mal so hier in der guten alten ECW Arena in einem ECW Ring sehen, ist doch einfach ein wahrer Traum, oder?
Das ist einfach nur geil. Mit vier absoluten Top-Wrestlern. Was willst du mehr haben? Ersten ECW Main Event. Richtig. Dann Extreme Rules. Für alle Leute, die eventuell John Moxley nicht kennen, das ist niemand Geringeres als Dean Ambrose bei der jetzigen WWE. The Shield, um es mal genauer zu sagen. Richtig, ein Member der Shield, aber wir haben ihn selbstverständlich mit seinem guten alten CCW-Namen ins Roster gepackt, nämlich John Moxley, denn wir sind so oldschool und indie, dass wir das auf jeden Fall so wollen. Oh ja. Auch deswegen nennen wir auch Claudio Claudio und nicht Cesaro. Cesaro. Trotz allem ist er bei mir der Landvogt. Ja, das ist ja okay. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Das hauchst du nicht mäßig können. Großartig. Mensch, und der Claudio, der geht aber auch ganz schön gut ab. Hier gerade mit dem Superplex gegen John Moxley. Richtig. Aber Moxley hier direkt mit dem Konter gegen Claudio. Und Edge legt sich mit Jeff Hardy an. Eine nicht ganz unbekannte Konstellation. Richtig. Die hier nochmal entfacht wird. Aber auch hier wieder eher technisches Wrestling in einem Extreme Rules Match. Ja, das kann noch kommen, so ist es nicht. Ja gut, ich meine, das haben wir auch in der letzten Show gesehen, hier Lesnar gegen Goldberg. Da gab es ja auch erst das technische Techtelmechtel, würde ich jetzt mal ausdrücken. Ja. Bevor es denn hier zum Fistfight gekommen ist, bevor sie komplett ausgerastet sind. Richtig, da ging es gegen Ende ja erst richtig ab. Und schau dir an, der Claudio, der öffnet es jetzt. Der Landvogt nimmt halt in die Hand. Der will jetzt erst einmal hier richtig. Oh, während Edge mit dem Electric Chair arbeitet. Und schau es dir an, der Claudio, der hilft ihm. Was hat der Claudio vor? Claudio! Claudio auf oberste Ringseil! Ja. Oh. Alter! What the fuck? Wir haben nichts gesehen! Alter! Bist du irre! So viel zum Thema, das hier ist nur ein technisches Match. Was auch immer der Claudio getan hat, wir strengen unsere Fantasie an und stellen uns einfach vor, er ist mit einem mega Big Splash einfach mal vom Top Rope auf John Moxley, während der auf dem Kommentatorenpult liegt. Und da dauert es keine 4 Minuten und dann rasten sie aus und der Kommentatorentisch ist schon zerstört. Und Hardy mit dem Sledgehammer jetzt. Schau dir das an. Keine Countouts, keine Disqualifikation. Und Jeff Hardy macht einen auf den Cerebral Assassin und möchte hier mit dem Sledgehammer arbeiten. Aber der Edge holt seine Leiter. Yes. Was aber auch keine unbekannte Waffe für Jeff Hardy ist, aber trotzdem kriegt er sie erstmal in die Fresse. Und was hat der Claudio da? Da hat sich erst einmal eine Krücke geschnappt. Nice. Also jetzt geht's hier wirklich zur Sache und der Hardcore-Spezialist schlechthin, John Moxley, ist hier gerade echt im Hintertreffen. Das ist richtig. Und Claudio nimmt sich das nächste. Ist das ein Kendo-Stick? Ja. Oh, aber ein schöner Dropkick. Wie wir es auch immer nennen wollen. Richtig. Hardy jetzt mit dem Stuhl, während sich hier Edge aus dem Publikum einen Gürtel geschnappt hat. Tatsache, so ein richtig schön alter Replica-Belt, den er sich hier schnappt. Und John Moxley greift zur Ringtreppe. Alter Verwalter. Jetzt rasten sie aber völlig aus. Ja, ja, so viel zum Thema Technik. Genau. Und Ringtreppe trifft auf Leiter. Wer gewinnt? Oh, was? Leiter. Na ja, aber wer wird's am Ende sein? Und Jeff Hardy da, oh, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hingucken soll. Ja, zum Glück haben wir hier so eine gute Vogelperspektive gerade. Ja, Gott sei Dank. Und Claudio schmeißt erstmal den Hammer aus dem Ring. Und das kostet ihn sehr viel Energie, denn da kriegt er erst die Leiter in die Kniekehle und mitten ins Gesicht. Mittlerweile das alle wieder im Ring. Du wahnsinnig. Oh, ich dachte schon, John Moxley legt erstmal für Edge die Leiter hin, für den Russian Leg Sweep. Das wäre natürlich auch eine krasse Aktion gewesen. Und da gibt's das erste Cover. One! Nice. Aber das ist natürlich jetzt noch nicht das Ende. Das wäre ja ein bisschen zu früh gewesen. Wobei man natürlich nie weiß, wie hart sind die Waffen für die Aktiven gerade im Ring. Und wir wollen mal betonen, dass die Leiter nicht aus Gummi gegossen ist. Ja. Zug auf hart. Also da kann es schon mal sein, dass man nach einem an sich simplen Stuhlschlag einfach mal bis 3 gecovert wird, weil man schlicht und einfach bewusstlos geschlagen wurde. Richtig, und ich frage mich ganz ehrlich, wie kommt denn die Gitarre ins Publikum? Ja, wie kommt das? Haben die etwa nicht aufgepasst bei der Kontrolle?
Meine Güte hier, anderes Sicherheitspersonal müssen wir hier einstellen. Das glaube ich aber auch. Können wir auch gleich mal durchfeuern hier. Unglaublich. Alle wieder draußen mittlerweile. Oh, und Claudia erstmal gegen den Ringpfosten. Und noch einmal. Edge knallt gegen die Ringabsperrung. Da stehen die Fans glatt auf. Ja, da wollen sie natürlich direkt nah live bei der Action vor Ort sein. Wenn sich hier die 2 Meter Hühnen gegen die Absperrung. Oh, da gibt es ein Cover, aber Claudia holt sich hier nicht den Sieg. Schade. Ja, das wäre natürlich für dich ideal gewesen, wenn du hier mit einem 5-0 nach Hause gehst. Ja, das wäre einfach mal perfekt. Das kann man nicht zulassen. Das darf einfach nicht sein. Nicht in der zweiten Show hier schon ein perfektes Ergebnis. Keiner kann hier gerade mit dem Stuhlschlag durchkommen. Und jetzt ist doch die Chance. Komm, Edge, mach was. Oh! Und der Claudia blutet. Landvogt hat's zu viel. Da hat's ihn erwischt, aber schau dir das an, der Moxley ist halt einfach brachial. Da übelste Stuhlschläge, da kann man es ja keinem übel nehmen. Wie wird sich das Match hier weiterhin entwickeln? Claudio! Wieder am Drücker. Und Edge jetzt erstmal Hardy. Brutal gegen den Ringpfosten und der zweite, der blutet. Und da hat Claudio die Gitarre! Bitte! Da hat er einfach die Gitarre! Gitarre gegen Ringtreppe! Die Gitarre! Au, das war knapp! John Moxley jetzt! Oh, aber auf den kaputten Kopf von Claudio, das wäre nicht gut! Und es ist passiert. Und wieder ein ungünstiger Kamerawinkel zu dem Zeitpunkt. Aber scheinbar ist die Gitarre brutalst an Claudios Kopf zerschellt. Jetzt noch ein Neckbreaker auf den harten Hallenboden. Au, au, au. Das sieht nicht gut aus für Claudio. Ja, da haben sich natürlich die Holzsplitter in den Kopf gebohrt. Ob das so günstig ist für den Matchverlauf, ich wage es ja mal zu bezweifeln. Claudio muss jetzt um die Leiter. Stellt die Leiter in die Ringecke. Gefährlich sowas. Harter Ellenbogen. Und Claudio fetzt es aus dem Ring. Und auch Edge mittlerweile am Blut nach diesem Aufprall mit dem Ringpfosten. Und das sind Schmerzen, die willst du nicht haben. Nein. Aber da zeigt sich jetzt vielleicht sogar Edge kommt zurück, schau dir das an, Edge ist on fire! Ja, ich wollte gerade sagen, Oh, das sieht gut aus, Edge won! Nein. Wieso unterbricht mich hier das Spiel immer, wenn ich was sagen will? Nee, was ich sagen wollte, vielleicht zeigt sich ja hier wirklich jetzt die Hardcore-Erfahrung von John Moxley, dass er wirklich noch nicht am Bluten ist, also quasi noch voll bei der Sache ist. Richtig. Dann dürfte er jetzt vielleicht die größten Vorteile haben in dem Match. Aber kann er sich auch den Sieg holen? Aus, wie wenn er das Match richtig kontrolliert. Also im Moment, oh, schöner Kick von Jeff Hardy. Im Moment ist noch alles drin. Oh, was für ein schöner Splash. Und Edge knallt auch noch fast gegen die aufgestellte Leiter. Das wäre gefährlich gewesen. Oh, Claudio bereitet sich irgendwie vor. Was hat er vor? Neutralizer. Oh ja, Tatsache. Ja. Aber Jeff im Cover, nein, das geht nicht durch. Und Claudio jetzt an Edge. One, ja, eins, two, zwei. Ja, Moxley. Oh, in letzter Sekunde, das wäre mal sowas von durchgegangen, das Cover. Ich glaube, wir haben jetzt in Zukunft nur noch Fatal 4-Ways, weil da kriegen wir unsere Near Falls. Alter, was für ein... Also in der allerletzten Sekunde, das John Moxley. Und Jeff mit dem Twist of Fate, nein, geblockt, Cover. Boah, ich... Boah. Junge. Geht's hier ab. Hat Claudio jetzt hier aufgehört zu bluten, oder? Nö, da tropft genug Blut in die Ringecke. Guck da mal hin. Okay. Ah ja, jetzt eben. Im Gesicht sah man jetzt nicht so viel. Oh, aber Hardy ist auch ganz schön dabei, du. Und zweimal Swing and Neckbreaker jetzt. Oh. Was synchron hier. Alter, und jetzt. Jeff sieht nach einem Jumping... Jumping Dropkick ins Gesicht. Der Twist of Fate hat ja gegen John Moxley nicht geklappt. Genau. Overhead Facebuster. Und jetzt hat vielleicht... Nein, es sieht auch wieder nach einem Dropkick aus. Ja. Der geht durch. Und schau mal an, der Jeff schnappt sich gleich den Claudio, der daherkommt. Und ein Tornado DDT. Eine Aktion nach der anderen. Edge mit so einem... Oh, Moxley rollt Jeff Hardy ein One. A package. Aber das war's nicht. Oh, schau mal, ein Edge mit der Bridge. Die Brücke. One. Ah.
Hier geht was, hier geht was. Aber alle das Cover hier. Die Hardcore-Phase ist rum, weil ich glaube, alle sind mittlerweile echt angeschlagen genug. Hardy läuft das Blut auch schon ins Auge. Schöner Back-Suplex vom zweiten Seil gegen Moxley, da muss man natürlich covern. One. Eins. Nein. Vor allem die anderen beiden stehen halt auch nur rum, aber waren sich wohl sicher, dass der Moxley da rauskommt. Weil der Moxley ja rein theoretisch noch der Fitteste ist, ohne dass er blutet. Da würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Oh, was hat Moxley vor? Steigt mit Jeff Hardy. Boah, der wird doch nicht etwa einen Superplex nach draußen zeigen. Oh nein. Oh! Oh, boom, die European Uppercut gegen Edge. Holy shit, das war's. Das war's. One, two, three. Oh! 5-0. Alter, aber hast du den Uppercut gesehen? Der hat... Aber wie krass war das denn, ey? Erst einmal gibt's den übelsten Superplex aus dem Ring, weißt du? John Moxley rastet völlig aus und dann gibt's den kranken European Uppercut. Wow! Bist du wahnsinnig. Geile Sicht, meine lieben Freunde. Geile Sicht. Bestes Replay ever. Bist du irre. Holy shit. Also damit habe ich jetzt so auch nicht gerechnet, ey. Edge gerade noch am Drücker. Und dann kommt Cesaro zurück mit dem kranken Uppercut, der Edge einfach das Licht ausknipst. Und John Moxley hat natürlich keine Chance mehr, dieses Cover noch zu unterbinden. Und da haben wir unseren Sieger, Claudio Castagnoli. Der Landvogt hat gesprochen. Wow. So formulieren. Wow. Ja, zu Recht. Wow. Kann man einfach nichts anderes sagen. Was für ein Match! Shape an hier von Claudio. Da ging echt was. Erst übelste Hardcore-Geplänkel, dann kurze Ruhe und dann so eine Finish-Phase. Sensationell, meine lieben Freunde! Definitiv. Wow, und du gehst mit einem 5-0 nach Hause. Ja, ich würde mal sagen, perfekte Show. Richtig, für dich schon. Für euch hoffentlich auch. Richtig. Schreibt in die Kommentare, wie hat euch die Show gefallen. Genau. Und ja. Wir sehen uns morgen zur ersten Ring of Honor Show wieder. Ja, geil. Richtig. Da wird garantiert auch wieder ein Klassiker nach dem anderen kommen. Ich freue mich drauf. Wir hoffen natürlich ihr auch. Und wir sehen uns in der nächsten Show wieder. Haut rein. Reingehauen.